Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Transportiverse Season 2 hier auf meinem Kanal. Ja, wir wollen heute noch ein bisschen weiter modernisieren und unseren Bahnhof weiterbauen. Ich habe mir dazu überlegt, das jetzt alles in Folgen zu machen, dauert ewig und wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Das heißt, wir werden jetzt die Folge hier ein bisschen modernisieren, ein bisschen was umbauen noch. Und dann werde ich diese Folge, also diesen Abschnitt hier im Offscreen bebauen. Ich werde davon aber ein Zeitraffer-Video von machen. Und das werde ich dann sozusagen als Bonusfolge mit hochladen. Falls euch interessiert, könnt ihr euch das dann auch angucken. Aber so seht ihr halt, was ich mache, wie ich es mache. Weil das ist alles in einzelnen Folgen aufzudröseln, dann brauchen wir da 10 Folgen für. Und das ist ja vielleicht auch ein bisschen langweilig, wenn man dann nur hier auf der kleinen Ecke immer am Rumbauen ist, wieder am Abreißen, wieder neu bauen. Das ist dann gleich besser, wenn wir es dann in der Timelapse machen. So, ich wollte jetzt noch einmal gucken, die Busse modernisieren von den anderen Städten. Ob die alle noch Taco sind. Nein, 52 Jahre alt, der Schwede, da fallen ja die richtig alten Dinger. Die werden wir jetzt erstmal gegen neue tauschen. Kommen auch die hin. Oh, die meinen grün. Jo. Wahrscheinlich sind die Stationen auch immer. Ah, es geht. Es geht, es geht, es geht. Bremen weitet sich auch mal weiter aus. Ist auch Bremen hier, ne? Ja, ist Bremen. So. Hier ist auch Full House. Hier hatten wir eine Straßenbahn fahren, ne? Ja, da haben wir eine Straßenbahn fahren. Die hat er 7 Jahre. Oh, die hat Fahrzeugersatz an. Den können wir einmal umstellen auf in die neue. Aber das dauert noch, bis die jetzt getauscht wird. So, was haben wir hier oben in Arbach? Die fahren auch Busse. Oh ja, 43 Jahre alt. Die können auch mal ersetzt werden. Kommen auch gegen die und die machen wir hier in gelb. So, okay. Ein. So, dann müssen die jetzt ja nicht auch getauscht werden. Die sehen ja auch schon nicht mehr so gut aus, ne? Schon sehr runtergekommen, würde ich mal behaupten. Zack. Wunderschön. Das sieht ja schon gleich viel besser aus. So, ich glaube, ich kann hier die Geomedies auf Mittel. Passt. Gut. Dann haben wir noch die Stadt hier. Laubenheim. Wie geht's denn in Laubenheim ab? Oh, die Busse. 51 Jahre auch schon. Alles klar. Fahrzeugersatz. Komm auch. Ah, oh, nehmen wir die Mercedes. Warum habe ich denn jetzt den genommen? Noch den Mercedes-Benz hier. Das war jetzt dumm. Na egal. Oh ja, das ist noch ein ganz altes Schätzchen hier. Ah, sieht ja schon wieder viel besser aus. Top. Okay, haben wir die auch. Die Stadt erweitert sich hier hinten schon. Das wird auch noch lustig. Die wird echt groß. Die haben alle noch keine Güter. Hier wird gut produziert. Wenden wir die erstmal wieder aus hier. So, wollte ich den Zug, den haben wir genau, den haben wir letzte Folge ja modernisiert. Sehr schön, läuft. Den hatte ich jetzt vor der Folge einmal neu noch draufgesetzt, weil die einfach überlastet war. Einmal hier nochmal einen roten Intercity, aber ohne Schlusswagen. Ja. Weil der Linie war echt, sieht man jetzt immer noch. Habach hat immer noch 66 Leute. Regio. Ja. Industrie waren auch 2. Den Zug wollte ich auch noch erneuern. Ah, das passt ja gerade, er kommt gerade. Der kann mal weg. Der kann ins Depot fahren und direkt verkauft werden. Und für ihn wollte ich dann noch einen neuen bauen. Elektrisch.
Oh, da könnte man sogar die Straßenbahn noch fahren lassen. Ja. Wäre eine Überlegung wert. 60 Passagiere. Was haben wir denn hier noch so? ICE vielleicht nicht so die richtige Wahl. Mein Gott, habe ich viele Züge irgendwie alle doppelt. Nee. Was haben wir so auf Diesel? Irgendwas Modernes. Hier, 56. Oder hier so ein kleiner. Also ein kleiner sieht scheiße aus. Nee, wir nehmen hier so einen. 108. 72 ist zu viel. Nehmen wir ihn. So, ihn packen wir jetzt auf die Linie Minden Industrie. Da haben wir auch einen neuen Zug fahren. Gut, und dann können wir anfangen, hier weiter zu basteln. Ich habe mir hier vorgestellt, dass ich hier noch so eine kleine Köf fahren lasse, die dann immer hier so immer so hin und her fährt, dass es so ein bisschen aussieht, als wenn wir hier so ein ja, so eine kleine Rangierlok rumfährt. Die werden nie hier auf das Hauptgleis rauffahren, da kommen die eh nicht zwischen, die bringen den ganzen Zugverkehr durcheinander. Sieht ihr hier, die ist eigentlich auch schon total überlastet. Dieser Knick hier gefällt mir auch nicht so gut. Also mal gucken, ob wir in der Zukunft das ja nochmal abreißen und hier mal neu bauen. Ja. Eigentlich sieht das hier sehr schön eben aus. Wir ziehen erstmal den Schotter weiter. Aber ohne Hochspannungsleitung brauchen wir ja nicht. Einmal die Schiene. Und nochmal den Schotter. So, und den hier könnte man eigentlich vielleicht hier einmal so. Oh. Oh. Das wollen wir nicht. Hier vielleicht noch so ein gerades Gleis reinbauen. Gucken. Der hier ist mir auch noch so ein Dorn im Auge. Das gefällt mir eigentlich auch noch gar nicht. Da muss ich mal gucken, ob wir den nicht irgendwie. Wenn wir auch noch tauschen. So. Kommen wir da jetzt schon mit drauf noch? Naja, müssen wir so machen. So, raufkommen. Bis dahin wird es ja gehen. Ah, dann geht das mit der Weiche nicht. Nö, dann bauen wir den da halt noch so gescheit rüber. Das ist ja egal. So sieht sogar noch relativ gut aus. Zack. Sehr schön. Können wir den hier eigentlich auch hier schon drauf gehen lassen. So. Und wenn wir hier gleich noch ein paar Häuser hinbauen. Vielleicht so eine Art aus so einem Firmengelände, wo dann die Bahn mitten durchgeht, so als Abstellgleis. Da hinten haben wir die Punkte. Dann könnten wir eigentlich. Genau. Wir können hier noch so eine. Noch eine Spitzkehre reinbauen. Dann können wir nachher jetzt Waggons draufstellen und lassen die Lok dann immer davor fahren. Dass es optisch so aussieht, als wenn die dahin fährt und die Waggons ankuppeln würde. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man hier leider immer noch nicht so. Immer so wie so ein Zugfahrplan die Züge anhalten lassen kann. Also, dass man denen sagt. Du fährst zu dem Signal und bei dem Signal stellst du ein, dass er da mindestens 3-4 Minuten warten muss, reale Zeit. Das wäre richtig cool, so könnte man so wirklich so einen kleinen Rangierbetrieb aufbauen. Das wäre schon echt, echt witzig, finde ich. So, machen wir das schon mal dunkel. So, mal gucken, wo bauen wir denn den Laden hier hin? Könnte den noch ein bisschen weiter hier rüber setzen.
Halten wir mal gerade an. So, was haben wir denn hier? LKW. Fracht. Das ist schon small. So ein bisschen stören tut er mich hier schon. Und hier in Bonn ist auch blöd. Auf der anderen Seite haben wir auch keinen Platz. Oh, wir könnten den... Wir könnten ihn hier hinsetzen. Schön dicht dran hier. Bin ein Stück zurück. So. Dann lassen wir ihn hier einfach zu groß. So drauflaufen. Hat die, nehmen die Linien den jetzt schon an? Die Linien nehmen wir ihn an. Perfekt. Also ich weiß sowieso nicht, was der abdecken sollte. Welche Linien fährt denn da hin? Minden-Waren fährt da hin. Okay, na gut. Lassen wir die mal so fahren. Bauen wir jetzt hier wieder erstmal noch ein paar Bäumchen hin, damit das so alles wieder seine Richtigkeit hat. Nee, Bäumchen. Und nur aufpassen, dass wir hier nicht auf Schienen raufragen. Nämlich blöd. Jetzt haben wir diese scheiß Baumkollision. Ich glaube, da muss ich mir auch mal diese Mod holen, dass man die Bäume frei platzieren kann. So, hier können wir auch noch ein paar. Ein bisschen schöner aussieht. So, dann können die da hinfahren. Dann haben wir jetzt hier noch viel Platz, um hier schön was zu bauen. Ja. Mal sehen, wie wir das dann am Ende alles hinkriegen. Erstmal ziehen wir jetzt hier wieder die... Einmal den Basalt dran lang. Zack. Auf jeden Fall bis hier hinten ziehen, soweit es zumindest geht. Sehr schön. Oh. Das sieht doof aus. Müssen wir einmal... So soll das aussehen. Bei Innenseite kommen wir bis dahin. Weiter geht nicht, ne? Ne, okay. Müssen wir hier unseren Spray Brush Gravel Tool. Oh, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ja. Ach genau. Eins ist mir noch aufgefallen, was wir noch machen müssen. Wir müssen noch ein paar LKWs auf die LKW-Linie einsetzen. Das waren noch nicht genug. Wir haben nämlich hier immer noch einen gigantischen Stau an Getreide und auch Kohle. Oder auch Eisenerz, wenn es zukommt. Also da müssen wir noch ein bisschen was machen. Für Getreide können wir die speziellen LKWs nehmen, die nur Getreide transportieren können. Ne, die sind das. Die können nur Getreide transportieren. Da können wir mal noch... Ja, 5 Stück auf eine Linie setzen. LKW-Linie 1. Und dann noch Eisenerz. Hatten wir irgendwo diese Muldenkipper davon. Mal so finden, wo sie sind. Die sind... Das sind... Nee, das sind die Tanke. Da. Kohle, Eisenerz, Stein und Schlacke. Davon kommen auch noch... Oder auch noch 5. Zack. So sollten wir da jetzt eigentlich mit her werden. Ganz witzig ist, wenn die beladen werden, sieht man auch, was die geladen haben. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Und ja, können jetzt auch 35 Einheiten transportieren. Das sollte eigentlich auf jeden Fall reichen. Hier ist auch wieder ein LKW-Stau. Ja, das wird sich jetzt alles wieder ein bisschen verteilen und dann geht das eigentlich auf. Gut.
Ja, wie gesagt, in der nächsten Folge, also die Bonusfolge wird jetzt sein, dass ich hier ein bisschen baue und da eine Zeitraffer-Video von mache. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch das angucken. Das wird relativ zeitnah beides dann zusammen hochgeladen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst Daumen und Abo da und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss.